müssten wir heute Freitag den 24. haben. 24.12. Sonst kommt diese Folge einfach am 24. Und wir sind nochmal nach Trostu zurückgegangen. Wir, ich und meine Pokémon. Und ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen was übersehen. Ich habe ja gesagt in der letzten Folge, dass ich den Weg von Trostu bis nach Schleier dann noch einmal komplett durchkämpfe. Das habe ich auch gemacht, habe alle Gegner bzw. alle Trainer besiegt und habe mich dann in Trostu noch mal ein bisschen umgeschaut und bin dort tatsächlich dann auch noch mal hängen geblieben. Denn ich habe noch etwas anderes herausgefunden und zwar... Können wir, ich bin ja immer direkt hier runtergesprungen in der einen Folge, aber wir können tatsächlich hier noch weiterlaufen und kommen hier dann zu der besagten Höhle, wo ich mich gefragt habe, wie man dorthin kommt. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Die Trostu-Ruine. Okay, dann. Oh. Das sind ja eindeutig Inkognito. Eindeutig, okay. Eieiei, und das soll man jetzt... Also Inkognito geben ja dementsprechend Buchstaben wieder. Und wir gucken jetzt einfach mal. Ich kann aber sowas nicht gut erkennen. Wenn es überhaupt schon irgendwas darstellt, ne? Ich weiß es gerade nicht. Okay, wir gehen einfach mal runter. Und schauen einfach mal. Eine Sprühdose Schutz gefunden. Denn es war ein bisschen mysteriös. Oh. Hey. Irgendetwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher mal bei mir zu Hause vorbei, dann gebe ich dir eine meiner Ballkapseln. Die kannst du dann mit Stickern verzieren. Das ist doch noch ein Kind. Wie weit runter geht's hier denn? Oh. Sorry. Okay. Also kann man auch hier diese ganzen Inkognito fangen. Hier wimmelt es nur so von Inkognito. Das muss einen Grund haben. Aber mir will partout keiner einfallen. Ja, vielleicht lindert ja ein Kampf meinen Frust. Okay. Lasst uns gucken, ob das so ist oder nicht. Runmania Grolf. Setzt Kleinstein ein. Ach, sehr wie schön. Kleinstein, wie abwechslungsreich. Und auch wieder so... Ich war noch nicht bei einem... Scheiß. Ich war noch gar nicht beim Pokémon Center. Fällt mir gerade ein. Puh. Das könnte ja ein bisschen knapp werden dann. Muss man gerade mal gucken hier. So, okay. Aquaknarre. Kleinstein. Nein, weiterkämpfen. Den können wir so weghauen. Sehr effektiv, sehr schön. Achso, nein, 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 nein. Wir wollen hier keinen Bronzel haben. Kampf. Aquaknarre können wir auch so weghauen.
Ich glaube, so von der Vorproduktion her müssten wir heute Freitag den 24. haben. 24.12. Somit ist heute, wenn ich mit meiner Vermutung gerade richtig liege, sonst kommt diese Folge einfach am 24. Machen wir erstmal hier den Trainer fertig. Ist er... Oh nein. What the... Wechseln wir ein. Luxio. Luxio wollte sich übrigens schon entwickeln. Ich habe es aber abgebrochen, damit es eben in dem Let's Play drin ist. Beiß ihn. Beiß ihn. Jawohl. Hätte ich vorher einen einwechseln müssen. Luxio erreicht Level 31. Ja, dann Voltwechsel. Nach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. Ja, kann schon mal. Funkensprung. Ja, bis. Ich würde es jetzt nicht... Ja, ich bin mir nicht sicher. Wobei, wir nehmen Donnerschock einfach mal raus. Funkensprung ist wesentlich effektiver für das Ganze. Barmelin möchte Biss erlernen. Auch das nehmen wir Heuler mit raus. Barmelin hat Heuler vergessen und Biss erlernt. Das war's mit dir, Rolf. Du gewinnst 1152 Pokédollar. Nanu? Luxio entwickelt sich. Wurde aber auch mal Zeit. Glückwunsch, dein Luxio hat sich zu einem Luxtra entwickelt. Sehr nice. Dank seiner Augen, mit denen es durch alles hindurchsehen kann, findet es auch Beute, die sich hinter etwas versteckt hat. Hallo? Okay, ich musste gerade mal noch eine Einstellung an der Kamera ändern, weil die irgendwie nicht genau so live 1:1 war. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme besser. Oh Gott. Okay, was hast du noch so? Ich gebe auf, ich werde mir nicht länger den Kopf über die Bedeutung dieses Ortes zerbrechen. Ich mir allerdings schon. Es ist, die Inkognito haben hier ein Alphabet, also sie bilden ja Buchstaben, wohl bemerkt. Jetzt will ich aber gerade mal gucken, oh Gott, wie weit runter geht's hier denn? Ein Riesenpilz. Gehen wir hier hoch und auf der Seite runter. Ach, oh Gott, ich habe mich in einem Spiel schon verlaufen, oh mein Gott. Ja. Oh. Aber hier ist halt gar nichts irgendwie, ne? So, gar nichts, gar nichts. Hm.
Aber was hat's mit diesen Ruinen hier auf sich? Oh Gott, jetzt. Jetzt bin ich endgültig raus. Oh. Oh. Aber auch hier sind wieder Freundschaft. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Okay, und hier sind 4 Pokébälle. Du findest ein Nugget. Okay. Ein Sonderbonbon. Auch schön. Eine Hirntafel. Auf der Rückseite der erhaltenen Tafel ist eine Inschrift eingraviert. Das Urwesen erschuf 2 Geschöpfe für Raum und Zeit, die es in der Welt entsandte. Dialga und Palkia. Beziehungsweise Dialga die Zeit und Palkia der Raum. Alles Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Okay. Ich glaube, dass uns diese Zeilen noch durch das Spiel etwas begleiten werden. Ich glaube, dass auch diese Zeilen im Nachhinein vielleicht doch noch wichtiger... Jawohl! Ein Inkognito erscheint. Okay. Die ganze Zeit kam keins und jetzt geht's los. Alles klar. Ich hab nur keine... Boah. Wir müssen ausprobieren. Kraftreserve, haut's raus. Ja, ein eher seltener Ball, der als Remisens in England gegangen ist. Probieren wir's. Es ist unser erstes Inkognito. Yes! Inkognito wurde gefangen. Sehr schön. Okay, Carpador erreicht Level 20. Shadows erreicht Level 18. Ich habe mal so ein bisschen das Team durchgemischt, um noch andere Pokémon eben zu trainieren. Ja. Oh! Nee! Ja! Wie geil ist das denn? So früh schon? Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wann sich meine Pokémon überhaupt hier entwickeln. Mega! Yes! Garados! Glückwunsch, dein Carpador hat sich zu einem Garados entwickelt. Sehr cool. Garados erlernt Biss. Muss man hier gerade einmal wechseln, sonst schreie ich zu viel in das Mikrofon hier rein. Ein Inkognito. Inkognito wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. In eine Box. Oh, also wir könnten rein theoretisch gesehen das komplette Alphabet halt eben einsammeln. Gerade mal eben gucken hier, der Bericht dazu. Den habe ich jetzt gerade vergessen zu lesen. Da steht doch eigentlich immer noch was bei, oder? Achso, nee, wir müssen in den Pokédex, glaube ich, gehen, ne? Pokédex. Ein paar haben wir schon gesehen. Sind die hier? Oh doch, da sind sie gelistet. So, Details. Sie ähneln der Schrift antiker Kulturen. Ob zuerst diese Schriftzeichen oder die Inkognito existieren, es ist eines der größten Rätsel unserer Zeit. Mega. Wow, ah, oh, okay, cool. Und das ist die... Ah, hier kann man dann so drehen und so weiter.
Hey, das ist ja cool. Dann kann man hier vielleicht noch ein paar coole Thumbnails draus machen. Wir laufen mal weiter in unserem neuen Pikachu-Hoodie. Okay, wir sind jetzt hier bei dem alten Mann. Boah, ich müsste mir aber tatsächlich mal das komplette Alphabet von den Inkognito irgendwie vorlegen. Ich find's schon... Aber jetzt, wo man weiß, was hier steht... Freundschaft... Also, bei dem ersten lese ich definitiv nicht Freundschaft. Ja, wobei. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss es mir echt vorlegen. Also, keine Ahnung. Aber zu dieser Ruine werden wir definitiv nochmal zurückkehren. Das ist noch eine Sache, die da müssen wir noch mehr auf den Grund gehen. Ah, genau. Jetzt müssten wir... Moment, wir müssen noch in das andere Haus eben rein stolzieren. In dieses Haus hier, genau. Wäre ich fast wieder runtergesprungen. So. Ich erforsche die Inkognito. Das sind wundersame Pokémon, die in ganz unterschiedlichen Formen auftreten. Solltest du ein Exemplar besitzen, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du es mir zeigen könntest. Oh, da habe ich ja Glück gehabt, dass ich das gefangen habe, ne? Die gerne diese Ballkapsel schenken. Yay! Sollten dir weitere Formen von Inkognito unterkommen, dann schau bitte wieder vorbei. Also ein Anreiz. Ein Anreiz, alle Inkognito zu fangen. Ah, ne, hier muss ich lang. Oh, mir verlaufen. Sorry. Ich habe übrigens noch... falls ihr das schon gesehen habt, gehen wir hier in den Beutel. Nur noch 13.670 Poké-Dollar. Ich habe mir das Winteroutfit noch gekauft. Ach. So. So, dann lasst mir hier durchrodeln. Wie gesagt, ich habe die Trainer hier alle herausgefordert, habe noch ein bisschen Pokémon trainiert und sowas, aber die ganzen Kämpfe hier auf der Route fand ich jetzt nicht so relevant, da eben vom Level her ich einiges weiter vorne bin. Was heißt einiges, aber ein paar sind es halt schon. So. Es geht los, Staravia. Ja, nochmal auf das Thema zurückzukommen. Heute ist der 24.12. Ich nehme mal an, dass ihr vielleicht die eine oder andere Sache Besseres zu tun habt, als euch das Video hier anzuschauen. An diesem wunderschönen Freitag. Denn heute ist ja auch noch Heiligabend und ich hoffe, ihr habt ein ganz, ganz wunderschönes Weihnachtsfest mit eurer Familie, euren Freunden und ja, genießt Zeit und denkt auch dran, dass heute auch der Gewinner von dem Advents-Special bekannt gegeben wird, beziehungsweise vielleicht schon bekannt gegeben wurde, da ich die Videos ja relativ weit schon vorproduziere, weil es eben beim Pokémon Strahlender Diamant einfach so von der Hand geht. Es ist einfach unwahrscheinlich wunderschön, dieses Spiel. Es macht so viel Spaß und Gott, die Woche im November, wo ich Urlaub gehabt habe, die habe ich quasi fast komplett dafür genutzt, dieses Spiel so weit fortzuproduzieren. So, hier habe ich auch alles eingesammelt. Okay. Team Galactic haben wir noch hier. Genau, in Schleide. Aber wir können hier halt eben auch... durch die... hallo? Gott, ich nehme mal dieses Fahrrad von mir weg. Wir haben jetzt noch das Team Galactic-Gebäude vor uns. Und wir müssen ja dann noch in die Arena. So. Boah. Luxtra sieht so geil aus. Oh mein Gott. Und wir haben Garados jetzt.
Richtig cool. Nein! So. So, dann lasst uns jetzt gerade mal gucken. Einige Pokémon können wir ja so lassen. Na, wobei, Moment. Ich natürlich gerne jetzt auch... Das ändern wir einmal. Ich möchte natürlich meinen Starter auch gerne mitnehmen. Psycho-Unlicht. Ja, es ist jetzt eigentlich ein bisschen blöd. Inkognito bräuchte quasi schon fast eine eigene Box. Community legendär. Ja, legendär sind sie ja. Ich glaube. Ja, belagern sie mal hier ein. Dann gehen wir jetzt eben. Ach, Boxenansicht. Auswahlmodus. Normal, Feuer, Wasser. Ändern wir kurz. Nehmen wir ihn mit. Nehmen Wablu bzw. Garados dafür wieder raus. Dann passt das ja. Garados brauchen wir jetzt nicht wirklich mit dabei haben. Barmelin muss ich noch entwickeln. Und Schalelos. Auch. Sonst habe ich, glaube ich, aktuell kein Pokémon, was jetzt noch mit könnte. Ja, wir leveln mal Mew noch mit. Und Jirachi. So. Dann sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr gut gerüstet für die Arena. Laufen jetzt hier gerade mal zurück. Oh, nee. Oh. Das war ein bisschen verkehrt hier. So. Und weiter geht's. Einmal hier rum. So. Und jetzt gehen wir rein. Howdy, zukünftiger Champ. Die hiesige Arenaleiterin setzt Pokémon vom Typ Kampf ein. Damit hat sie einen gewaltigen Typenvorteil gegenüber Pokémon vom Typ Normal. Aber und jetzt hör gut zu, denn das verrate ich nämlich nur dir. Arenaleiterin Hilda hat gesagt, dass Pokémon der Typen Flug, Psycho und Fee ihr richtig gefährlich werden können. So, aha. Nein, das wusste ich natürlich schon. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken. Ach, Quatsch. Wie ging das denn nochmal? Bericht. Hat man das nicht so vorab schon gesehen? Aber ist ja egal. Wir haben ja, Staravia vorne als führendes Pokémon in den Kämpfen. Dann passt das so. So. Boah, ey, voll der geile Soundtrack. Ich versetze dir einen Schlag im Namen des Muts. Haja! Für deinen Mut. Okay, Schwarzgurt Darius fordert uns heraus. Und was hast du denn dabei, Mashok? Und? Ich hab Bedroher. Und was hast du? Haben wir durch mit Aeroas. Jawohl. Okay. Wir hauen sie diesmal nicht mehr mit einem Schlag vom Brett. Ah, da hätten wir jetzt besser Flügelschlag eingesetzt. Wäre wesentlich sinnvoller gewesen. Nein, weiterkämpfen.
Haben jetzt hier 60 und das ist auch 60. Also es tut sich eigentlich nichts. Yo, okay. Ich wollte gerade sagen, das muss ein Volltreffer gewesen sein. Anders ist das gar nicht möglich. Jawohl. Mio erreicht Level 20. Mio erlernt Staffette. Staffette. Jirachi! Weiterkämpfen. Na, das läuft ja hier. Ganz ohne, dass ich irgendwie großartig was machen muss. Das ist sehr schön. Wieder. Ist es wieder ein Volltreffer? Nein. Oh. Wir werden einiges weiter sein. Ich habe jetzt gerade gar nicht geguckt, wie viele Trainer hier insgesamt drin stehen. Es steht ja nicht in jedem einer, oder? Müssen wir jetzt gerade mal gucken. Doch, tatsächlich. Nee. Ich wollte gerade meinen. Ah, okay. Ja, dann. Komm, einen kriegen wir noch in der Folge. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Arena fertig. Schwarzgut Idiot. Okay. Bedroher. Bedroher ist eigentlich so. Ja, es ist schon perfekt, wenn man Pokémon dabei hat im Team, die halt eben Bedroher besitzen. Hat halt sehr viele Vorteile. Sehr effektiv. Felsgrab. Ei, das ist ebenfalls sehr effektiv. Wartet auch auf meine Anweisung. Meditie. So, Flügelschlag können wir raushauen. Läuft bei mir. Ja, Mio erreicht Level 21, sehr schön. Okay. Dann haben wir noch eins, zwei. Nur zwei? Nee. Aber habe ich mich. Doch. Eins, zwei. Mehr denn nicht, oder was? Zwei Stück nur noch. Und dann die Arena-Leiterin. Na, das geht ja. Okay, dann werden wir genau hier an dieser Stelle weitermachen bei Pokémon Strahlender Diamant. Nächste Folge dann die Arena und dann gehen wir einfach mal ins Galaktikgebäude und gucken mal, wen wir dann aufs Kreuz legen können. Vielleicht stellen wir uns den Big Boss oder es kommt noch ein weiterer Commander dazu. Ich meine, es sind aber drei Stück, wie ich auf der Pokémon-Website gesehen habe. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein wunderschönes Weihnachtsfest da draußen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Pokémon Strahlender Diamant in der Sinnoh-Region. Danke fürs Zuschauen und für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge.